Also ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber im ersten Rust-Stream haben wir Dalo gekillt. Ich meine, vielleicht habt ihr das auf YouTube oder Twitter oder Instagram oder TikTok übersehen. Folgt mir auf TikTok, by the way. Ich zeig's euch sicherheitshalber nochmal. Ich muss jetzt hier raus, Lennart. Wir müssen jetzt dringend. Wer schießt hier? Manche von euch haben dann so komische Vorhersagen getätigt, ja? Nächstes Video, wir werden von Dalu gekillt. Ich hab's lieber Dalus Rache genannt. Eigentlich fing alles super entspannt an. Wir als Team hatten unseren ersten kleinen Ausflug. Wir wollten zum Airfield, denn da gibt's eine Chance, dass eine Waffenkiste da ist, dass man da eine Semi-Automatic Weapon findet, und mit denen haben wir schon ganz gut auf dem vorherigen Rust-Server gespielt und wir wollten die lernen, um die dann zu bauen. Da ist zwar eine KOS-Zone, aber in der Regel ist da jetzt nicht so viel los, wenn da jetzt nicht gerade ein Airdrop oder so kommt. Und wie üblich bei Pete's Meet begann die Fahrt dahin mit Trash-Talk, denn das Auto von Paul, das war irgendwie langsam. Ja. Musst du jetzt rollen oder was ist hier los? Nein, ich muss hier gerade. Scheiße. Paul, wir fahren bergab. Halt doch mal hoch. Trotzdem. Es ist gerade eine Hand zwischen deinen Beinen. Was ist da los? Alter, die Karre schreit ja, als wenn wir eine Tonne wiegen würden. Also wir wiegen anscheinend eine Tonne. Haben wir Benzin drin? Ja. Kann das sein, dass die Teile schlechter geworden sind von der Karre, weil du schon so viel rumgeheizt bist? Dann haben wir auf dem Weg noch so einen Helikopter gefunden, der da einfach so rumstand. Ja, der kann uns ja vorfahren lassen. Das ist der Hubschrauber. Können wir den nicht klauen? Können wir den klauen? Ey, wir haben doch Benzin. Nimm doch Benzin aus der Karre raus. Warte mal, ich guck mal eben. Guck mal. Oh, nimm nicht ich komm nicht an den Tank dran, Paul. Ich komm nicht an den Tank dran. Du hast gelockt. Hä, wieso? Was macht denn der Hubschrauber? Ja, fliegen! Hau mal ein bisschen Benzin raus. Fliegen von wo? Fliegen! Ach, fliegen. Wie willst du da drauf? Ach, der Hubschrauber. Ich dachte, du meinst den in der Luft. Ey, Jungs. Kurz, ich hab da mal eine kurze Frage, bevor du das machst, ja? Ja, warte. Ich glaube, das ist Griefing, was du gerade tust. Ist das der von der Polizei? Yo! Hallo? Hallo! Ist das euer Hubschrauber oder ist das der zur freien Verfügung? Ja. Nee, der steht hier einfach random rum. Natürlich ist das unserer. Da bin ich aber fuchsteufelswild. Aber was ist denn mit euch los? Alle auf den Heli. Wieso wollt ihr denn hier kleine Business zerstören? Wir sind ja Geschäftspartner der rostigen Rast hier an. Wir machen hier gerade Geschäfte. Ach, ihr macht gerade Geschäfte? Ja, wir wollten einfach mal. Wartet, ich mache ein Foto. Tschüss, Babys. Nee, Tammy, jetzt nimm die Kamera runter. Tschüss. Ja, danke. Hast du jetzt Foto gemacht? Verkauft, oder was? Nee, was ist das für eine Spitzbubenaktion gewesen hier? Ja, wir haben den hier am Straßenrand mitten in der Wüste gesehen. Das muss mit Sepp klären. Sepp hat sich irgendwas ausgedacht. Wenn wir jetzt hier das nicht im Fenster gesehen hätten, wäre der auf alle Berge gewesen. Das weiß ich doch. Ja, aber guck mal, also du hast den doch nicht. Also habt ihr einen Hubschrauberlandeplatz? Ja, nur Schrott. Also. Ja, natürlich haben wir einen Hubschrauberlandeplatz. Du kannst doch nicht so ein geiles Gerät einfach mitten in der Wüste liegen lassen. Jeder hat mal klein angefangen. Ja, kannst schon mal fahren. Bram holt uns ein zu Fuß. Alter. Hast du sogar recht? Ja, wirklich, ey. Guck mal, Bram ist schneller. Jetzt fahr ihn noch platt. Ja. Bist du drin? Jetzt haben die uns den Sprit gezockt oder hat einer von euch den Sprit eingesammelt? Jetzt haben die uns den Sprit gezockt. Du hast den Sprit da reingepackt, Alter. Ja, ich wollte den Heli klauen, aber ich wollte. Also. Ich hab den Sprit wieder zurückgeholt. Okay, nice, Paul. Da sind wir dann nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Doch dann, auf einmal. So, Leute, das hat Loot Drop aktiviert, ne? Ja, deshalb Lost hat. Ja, Lost hat deswegen aktiviert, sind wir hier auf dem Weg hin. Ja, wir sind gerade auf dem Weg. Ach so, ja, sagt das doch jemand. Weißt du, Sepp und Paul tun so, als wäre das von Anfang an unser Plan gewesen, so zu so einem Airdrop zu gehen. Was totaler Quatsch ist. Wir wussten überhaupt nicht, dass da ein Airdrop kommt. Das konntest du überhaupt nicht wissen. Das ist in der Sekunde, wo Bram das sagt, ist der erst erschienen. Aber gut, Bram war dann so excited, dass er mich erstmal im fahrenden Auto, während ich neben ihm sitze, angeschossen hat. Hey, was war das denn jetzt? Hola. Alter, Bram! Alles gut. Du hast mir richtig Damage gemacht, Junge. Willst du mich komplett verarschen? Ich hab nur noch 40 Leben und blute. Ich hab mal auf die Map geguckt und war so excited. Oh Mann, Bram! Wo gehen wir rein? Ich brauch schnell Bandagen, ne? Sonst verblute ich. Hey, lass mal eben anhalten.
Ja. Yeah. Paul, droppst du noch mehr, damit wir auch ein paar andere noch haben? Ja. Yeah. Wer noch Bandagen will, hier. Alter. Oh, Herr Mann, Bram, ey, du kannst doch nicht in einem gepanzerten Raum losballern. Ich hab jetzt eine Taschenlampe in der Hand. Okay, okay. Ja, jetzt nicht. Jetzt brauchen wir dich. Der ist ja auch kurz, geil. Der hat doppelte Ladezone. Kurze Information bitte. Okay, wir sind neben dem Airdrop, der gleich von Leuten wahrscheinlich angegriffen wird, die alle voll mit AK-Raketenwerfer und sonstigen sind. Das heißt, ernsteste Situation auf dem Server nach 2 Tagen mit Sicherheit. Okay, wird schon geballert. Okay. Hier sind noch Bandagen für dich aktiv. Los. Ich hab welche, ja. Passt. Okay, ich hab aber ich hab auch. 2 Pistolen. Ich brauche noch mehr, Paul. Halt, ja. Okay. Wir konzentrieren uns auf den Airdrop, oder? Mehr? Vielleicht verstecken. Ja, sind alle schon weg. Okay. Die machen doch viel. Musst du sie doch verstecken, weil wenn... Gib sie Peter, bitte. Fahr mal eben weg, Paul. Okay, die feuern schon. Okay, wir gehen rein. Wir gehen doch rein direkt. Wo kann man sich denn hier verstecken? Musst du den contesten? Mit 15 Minuten muss der gehackt werden. Das heißt, die können den hacken oder wir müssen den hacken? Ja, ich glaube, sobald ihn jemand aktiviert hat, dann ist egal. Können wir oben auf den Turm drauf? Wir sollten nicht alle hier auf jeden Fall bleiben. Okay, ich versuche mich zu verteilen. Okay, das heißt, wir müssen Stellung einnehmen, Stellung auf jeden Fall. Dann ploppt der irgendwie auf. Ich weiß es selber noch nicht. Ich frag mal Google. Ich geh auf den Turm. Und mit meiner Pistole wollen die auf den Turm gehen. Da knall ich ja nix. Haltet mal Ausschau, ob ihr jemanden seht, der kommt. Das muss ich verteidigen. Den Airdrop da vorne, Paul. Diesen roten Kanister. Das Ding da? Ja, genau. Das ist der Airdrop. Okay. Versucht euch zu verstecken, dass man uns nicht sieht, weil sonst passiert uns das wie Dalukar, dass uns Leute abcampen, weil man gesehen hat, dass da welche sind. Apropos Dalu. Nehmt's nicht persönlich, ich sag nur Erfahrung. Nein, 4 Leute am Drop, 4 Leute am Drop. 3 Leute, 4 Leute, ja. Vier. Die gehen in den Turm rein. Oh baby, let's go, Alter. Ja, haben wir keine Chance. Ha, 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 ha. Wir haben keine Chance, von wegen. Wir haben uns schon gegenseitig angeschossen. Wir haben uns taktisch mega unklug alle um und in einen Turm gesetzt. Wir benutzen jetzt aus Versehen den All-Chat. Im Süden habe ich einen gesehen, hinterm Wagen. Was? Wieso geht der All-Chat? Ich dachte, der geht nicht. Ja, darauf wollte ich euch meine ehrliche Reaktion während der Aufnahme nicht vorenthalten. Mich ab und dann verrät Sepp, dass wir hier sind. Das ist das Beste ever. Das ist so eine typische Beat-Suite-Aktion. So, was habe ich dabei? Davon kann ich mich schon mal verabschieden. War schön mit diesen ganzen Sachen. Tschüss. Ja, nicht unsere beste Leistung. Aber immerhin sind wir auch nicht die Einzigen, die Fehler machen. Autogether-Knopf. Deswegen braucht er die Munition. T
Team Dalu ist dann ums Flugzeug rumgelaufen. Ich zeige jetzt einfach irgendwie, das wird schon stimmen so. Und hat sich dann gesammelt am Turm, der eigentlich direkt gegenüber von uns war. Und alle haben gewartet. Und es wurde Nacht. Und unser Plan war zu schauen, okay, wenn die Kiste aufgeht, versuchen wir da jemanden zu holen oder die anderen zu überraschen oder irgendwie sowas. Und das Problem war nur, es war Nacht. Und es war dunkel. Mal gucken. Okay. Ich sehe gar nichts mehr. Krass, dunkel. Komm nicht raus, es ist zu dunkel. Oh, lost! Und während wir da so schreiben, was könnten wir tun, was könnten wir tun, macht Trilux einfach Folgendes. Ist sie schon weg? Die war doch hier drauf. Die war doch hier drauf auf so Kisten. Gut, ist jetzt dumm gelaufen. Die haben uns das vor der Nase weggesnackt. Man könnte jetzt einfach nach Hause gehen und sagen, blöd, aber nicht so schlimm. Oder... Die sind Richtung Norden abgehauen. Scheiße! Ja, wir haben einfach in die Dunkelheit geballert. Einfach hinterher geballert und sind hinterher gerannt. Und deswegen haben sich Dadosh und Dalu umgedreht und gedacht, auf die warten wir doch jetzt mal. Jetzt kann ich halt auch nicht Taschenlampe anmachen. Sonst sehen die ja direkt, wenn ich komme. RIP! Weißt du, Captain... Oh shit! Oh shit! Es war Dalu! Ich muss mich heilen kurz. Ich renne weiter zu den anderen. Ja, ja, ja. Oh, es war Dalu! Oh, ich hab ihm gegeben, aber es hat nicht gereicht. Ja, auch Arcane. LOL. Okay, die sind krass bewaffnet. Ja, und? Wir haben noch Waffen. Alter. Hast du ihn? Ja, ich glaube schon. Ich muss mich heilen kurz. Ich renne weiter zu den anderen. Ja, ja, ja. Keine ja, mehr. Zwei sind tot. Paul und Lost. Ja, ich hab links auch noch einen getötet. Drei sind tot. Ich hab einen gekillt, ich hab deinen auch gesehen, den meinte ich. Nicht ganz richtig, Dalu. Ihr habt tatsächlich drei Leute abgeschossen, aber nur zwei gekillt.
Sepp, dein Erzfeind, lag da noch. Und bevor ihr Paul gekillt habt, hat Paul noch Folgendes gemacht. Das Ganze hier aus der Perspektive von Sepp, der das überhaupt nicht checkt und erst so ungefähr 2 Minuten später merkt, dass es sich wieder bewegen kann. Gib mir mal deine Waffen und loote mal, damit die nichts kriegen. Gib mir mal deine Waffe. Meine AK ist weg. Meine AK. Weil du down warst. Da, wo du down liegst. Okay. Gib mir die mal und loote die anderen. Boah, ich lebe noch. Ich kann mich wieder bewegen. Okay, deine AK habe ich. Loote mal hier links. Der hat auch eine AK. Ja. Wer hat eine AK? Ich kann da jetzt nicht reingehen. Wenn ich da reingehe und schieße, machen die mich instant weg. Alter, immerhin habe ich überlebt bisher. Und anstatt jetzt zu sagen, ich hau ab, versucht Sepp jetzt noch so viel Loot wie möglich mitzunehmen. Revolver. Paul's Skull. Ich habe immerhin noch einen Revolver. Also das ist Paul. Ist hier noch einer? Da hinten lag noch jemand anders. Ich weiß nicht, Lost ist hier vorne noch getötet worden. Was hier oben? Na, sind gegangen. Die sind weg, aber unsere Sachen sind halt auch weg. Beziehungsweise der Schlüssel von dem Auto ist halt weg, ne? Oh, hier. Die haben Lost. Oh, Lost, was hast du denn alles dabei? Holy crap. Den Revolver haben sie auch. Flashlight von Lost. Ah, nee. Kann das sein, dass sie ihren Shit da reingepackt haben? Kann das sein? Dass sie ihren Müll quasi reingepackt haben, damit sie Platz haben. Das geht eine ganze Zeit so. Ohne Witz. Der lootet da und lootet da und lootet da. Und manche Leute würden sagen, vielleicht hat er zu tief geschürft. Du hast Lost Inventar, ja. Also zumindest das, was sie bei Lost im Inventar drin gelassen haben oder reingetan haben. Ich weiß es nicht genau. Ist hier noch was? Das ist auch nur Essen. Ich geh mal. Ich geh mal. Ich geh mal. Close. Nee, da, Lu! Nein! Ihr kriegt euren Loot nicht. Oh, da, Lu, komm, ey. Ich hab's wenigstens einmal überlebt. Mit deinem Namen. Oh. Es tut mir leid, ey. Du hast mich einmal doch schon getötet. Scheiße! Da war ich wirklich zu gierig. Hab ich nicht damit gerechnet, dass sie so schnell wieder da sind. Da ist da jemand? Da ist jemand? Wollen wir schießen oder nicht? Ja, wo? Ich seh's noch nicht. Geradeaus, an der Note hier. Geradeaus, ja, das sind die dolden Loot, glaube ich. Straße. Ja, dann ab, weg damit. Close. Hinter dem Compound-Ding hier. Ihr kriegt euren Loot nicht. Oh, Sepp. Oh, Sepp! Für dich habe ich einen Bolzen mit deinem Namen. Es tut mir leid, Sepp. Ach, Sepp. Nö, tut mir nicht leid. Den Bolzen, den hat er mit seinem Namen bekommen, ja. Der kommt halt nochmal wieder. Nee, der war die ganze Zeit hier. Und da hat Dalu die Rache, nach der er sich so sehr gesehnt hat. Und da ich immer nur sage, Dalus Team, hier nochmal kurz Shoutout an alle, die daran beteiligt waren, uns so souverän wegzumachen. Du hast da einerseits Trilux, du hast da Gippy Gaming, Dadosh und Dalu. Die 4 haben es gemacht. Alle sind verlinkt in der Beschreibung. Vielleicht wollt ihr dem auch mal beim Stream zusehen oder den Follow dalassen. Die freuen sich bestimmt. GG an euch. Habt ihr wirklich toll gemacht. Respekt. Und bis zum nächsten Mal.